Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Workers and Resources. Brüder und Schwestern, Genossen und Genossinnen, Mitbürger, willkommen in unserer Republik. Wir sind beim Entstehen unserer neuen Republik. Wir haben schon ein paar Sachen in Auftrag gegeben, sind aber immer noch mit dem Plan nicht fertig. So, auch in Auftrag geben. Können wir später mit Rubeln bauen. So sieht es ganz gut aus. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Heizung. Nehmen erstmal einen Wärmetauscher groß. Wo setzt man den mal hin? Oder den auch auf die andere Seite setzen? Ah, da passt er nicht hin. Dann lassen wir das mal hier. Muss natürlich mit dem Wasser aufpassen. So richtig gefallen will mir das nicht. Da kommt es erstmal hier hin. So. Dann haben wir einen Wärmetauscher. Ein Heizkraftwerk. Das setzen wir mal vor unsere Stadt. Vielleicht hier. So, und dann könnt ihr die Fernwärme mal hier rüber. Echt jetzt? Machen wir also unterirdisch. Wir brauchen den, ja. Gehen wir nämlich gleich auf groß, damit wir später hier nochmal bauen müssen. Dann machen wir das anders. Dann machen wir hier die Drehung. Nehmen jetzt die Teilstücke hier weg. So, geben wir es einen Auftrag.
Sehr schön. Dann geben wir die ganze Straße mal in Auftrag. Jetzt alles in Auftrag gegeben. Wie gesagt, es gibt ein paar neue Spielmechaniken, in die ich auch erstmal reinkommen muss. Wir haben uns das letzte Mal schon ein bisschen schwer getan mit der Wasserversorgung. Fernwärme haben wir angeschlossen, damit die Heizung dann funktioniert. Was wir als nächstes brauchen, ist Müll. Den sollten wir erstmal eigentlich nur sammeln. So, was gibt's hier? Ach, hier kann man sagen, was es sein soll. Am Anfang haben wir nur gemischten Müll. Hier gibt es mit Tonnen Absetzcontainer. Ja, fangen wir doch gleich mal mit dem Großen an, oder? Weiß gar nicht, ob die den benutzen können hier. Ob die auch den nehmen. Oder ob der jetzt zu weit weg ist. Wir machen mal ein paar Wege hier noch rein. So, Laufwege. Da müssen wir die Häuser, die Ausgänge anschließen, damit die Leute da auch gescheit rauskommen. Ich glaube, die können aber auch normalerweise die Straße benutzen. Aber wie es mit dem Müll ist, da bin ich mir jetzt echt gerade unsicher. Vielleicht habe ich den auch nicht gut platziert. Ah, das werden wir einfach rausfinden. Der wird bei den anderen nicht angezeigt. Wenn wir den hier setzen. Ja, das werden wir noch rausfinden müssen, wie das mit dem Müll ist. Also es darf immer nicht zu weit weg sein, sonst benutzen es die Leute nicht mehr. Sagen wir mal, der würde funktionieren, was wir jetzt noch nicht wissen. Mülltrennung brauchen wir noch nicht. Recycling brauchen wir noch nicht. Müllverbrennung. Verschrottungsanlage. Machen wir erstmal eine Müllhalde. Gratis Müllhalde ist immer nicht schlecht.
Machen wir die mal hier unten. So, und dann müssen wir das später schauen, was wir damit machen. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen für den Notfall was. Eine Feuerwache. Krankenhaus wäre auch nicht schlecht. Polizeirevier. Bauen wir die eben auch mal hier in die Mitte rein. Sehr schön. Technische Dienste, erstmal die kostenlose Version. Oh, Müllkippe. Gemischter Müll. Ach, hier gibt es noch keine Verbindung. Weil er noch nicht gebaut ist. Okay, wir müssen also das erst bauen. Müssen wir also später uns drum kümmern. Müssen wir dran denken. Haben wir aber auf jeden Fall schon mal hier auf der Karte. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich dann noch Schulen. So als Grundausstattung. Und Kindergarten. So, und Krankenhaus wäre natürlich auch nicht schlecht. Fangen erstmal mit der Klinik klein an. Da sieht man, wenn man hier zu weit weg ist, benutzen sie nicht mehr. Zum Beispiel da oben links in der Ecke, 379 Meter, dann bei 400 fallen sie weg. Sollte man vielleicht einfach näher tun. Bekommen wir das ja hier noch in die Ecke? Ich glaube nicht. Weil die nächsten Häuser baue ich vielleicht auch da drüben. Machen wir es erstmal so. Ja, da haben wir natürlich ein bisschen nah dem Pfosten vom Strom. Wäre anders besser gewesen, aber jetzt hilft nichts mehr. Gehen wir mal einen Auftrag. Sieht schon ziemlich wild aus hier. Gibt auch eine Straße mit einem besseren Gehweg dran. Dann brauchen wir hier nicht so viele Wege machen, aber die kann man auch noch ausbauen. Also, dann haben wir das. Kindergarten. Da reicht am Anfang natürlich ein kleiner. Die sind auch so riesig, diese Gebäude.
Ah, daneben. Naja, was soll's. So. Das wäre jetzt mal so die grobe Planung, so, oder? Kindergarten, noch eine Schule. Dann sollten wir mal anfangen, bauen zu lassen. Waisenhaus brauchen wir noch. Machen wir das mal andersrum. Erst die Straße. Führen wir weiter hinter. So. Bauen. Oh, Schule. Fangen wir mit der kleinen Schule an. Bauen wir auch da hinten in die Ecke. So. Das mag er nicht. Bauen wir es erstmal weiter. Sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal auf hohe Priorität, dass es zuerst gebaut wird. Und lass mal losbauen. Ah, Treibstoff fehlt noch. Eigene Fahrzeuge haben keinen Treibstoff. So, deshalb lassen wir es automatisch bauen. Da geben wir jetzt Rubel aus. Schauen wir, dass wir zuerst mal die Tankstelle fertig bekommen. Hier sagen wir mal, die sollen im Umkreis von 3000 Meter gucken. Sehr schön. Da fahren sie los. Und man sieht bei jedem Bauamt, was sie bauen wollen. Hier zum Beispiel fertige Straßen, High Voltage und was weiß ich was alles. Und da sieht man, was sie gerade machen wollen. Und die fahren jetzt zur Grenze und holen sich dort die Ressourcen ab. Also der zum Beispiel jetzt
Beton. Ah, wo sind die Bagger hingefahren? Ah, hier sind welche hin. Die bringen jetzt hier Ressourcen auf den Bau. Hier sind zum Beispiel jetzt schon 10 Tonnen Beton. Für den ersten Bauabschnitt werden gebraucht 25 Tonnen Beton, 27 Tonnen Kies, 22 Tonnen Asphalt und 417 Arbeitstagen. Das ist natürlich, je mehr Leute man braucht. Mit einem Mann braucht man hier 417 Tage. Wenn man 417 Arbeiter hätte, bräuchte man nur einen Tag. Und hier sieht man, was man insgesamt braucht, um den Bau abzuschließen. Hier sieht man den Bauabschnitt und wo es gerade fehlt, wo er ist. Der fährt jetzt zum Beispiel hier hinter zum Wasserbrunnen. Die bauen hier die Straße. Also die suchen sich recht wild zusammen, wo sie gerade bauen wollen. Deswegen kann man auch Prioritäten verteilen. Und eigentlich habe ich gesagt, sie sollen bitte das hier als erstes bauen. Damit wir hier schon mal tanken können. Also überlegen wir mal, wir haben Einkaufszentrum, Wohngebäude, wir haben dann Strom, wenn das gebaut ist, wir haben eine Wasserversorgung, wir haben eine Abwasserentsorgung. Das mit dem Müll müssen wir dann mal gucken, da brauchen wir hier dann sicher Fahrzeuge. Da wird sich ein Depot drum kümmern müssen, dass sie den Müll entsorgen. Das schauen wir uns dann später mal an. Das haben wir jetzt noch nicht gebaut. Man kann auch hier schauen, wo sie hinfahren. Hier sieht man den Kilometerstand, wie alt das Fahrzeug ist, was er dabei hat, wie der Wert der Ladung ist. Von wo er nach wo fährt. Das geht jetzt alles von meinem Konto weg. Ich werde jetzt also erstmal einen Haufen Ausgaben haben. Und dann müssen wir schauen, wie wir irgendwie Einnahmen bekommen. Da kann man sich jetzt schon mal Gedanken drüber machen. Die haben jetzt noch gar nichts zu tun. Deswegen schauen wir mal, es gibt Felder. Können wir vielleicht hier ein paar Felder anlegen. Machen wir erstmal einen Feldweg. Na, schauen wir mal, gehen hier noch kleinere Felder rein.
Oh. Jetzt haben wir ein paar Felder platziert. Also brauchen wir dann einen Bauernhof. Bauen wir vielleicht gleich einen großen. Ah, ich hoffe, das passt dann mit der Ausfahrt hier, nicht, dass jetzt so hoch kommt. Und es geht. Der braucht dann noch einen Wasseranschluss. So, und wenn die Pflanzen produziert haben, dann muss es später dann umgewandelt werden und du musst erst in ein Lager rein. Kornspeicher. Gibt es in verschiedenen Größen. So. Da ist ein Anschluss. Noch hier ein. Ich hätte gleich einen Industrieanschluss. Also es kann dann von hier nach da laufen. So. Was haben wir noch? Ja, das kann dann umgewandelt werden in Nahrung. Oder ein Alkohol, geht auch. Man sieht immer den Input. Pflanzen rein, exportieren, Essen raus und es kommt Müll raus. Die brauchen natürlich dann auch Arbeiter hier. Kümmern wir uns dann später drum. Brauchen natürlich auch alle Strom. Da kann man entweder jetzt hier diese Mittelspannung hier rüberlegen. Oder man macht es anders. Dass wir erstmal nicht umspannen. Macht vielleicht mehr Sinn. Gehen wir vielleicht mal hier am Wasser entlang.
Schauen wir erstmal, wie wir es mit dem Umspannen machen. So. Sehr schön. Der Weg ist schon mal gebaut. Aber bei der Tankstelle geht es erstmal nicht weiter. Der Bau ist auch irgendwie eingeschlafen. Euer Fahrzeugtyp ist in Ordnung. An Arbeitskräfte sind genügend eigentlich da. Einige Fahrzeuge haben keinen Treibstoff. Ja, die Frage ist jetzt nur, wie kann ich hier den Treibstoff zuweisen, dass der automatisch hier da zugewiesen wird. Weiß nicht, ob ich das erstmal mit dieser einen Tankstelle machen muss, solange die nicht gebaut ist. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach fertig bauen. Aber es gab ja noch eine freie Tankstelle hier. Da kann ich sagen, die soll automatisch kaufen. Bauen wir mal die hier rein. Und jetzt gehen sie zum Tanken. Jetzt läuft es auch wieder weiter. Also man kann sich hier mit dem Tanken ganz schnell die ganze Wirtschaft kaputt machen. Da muss man aufpassen. Genauso mit dem Strom. Gibt es jetzt einen kleinen Stau. Schon mal einen Ausblick auf spätere Zeiten, wenn man dann sieht, wie der Verkehrsfluss ist. Das, was an Treibstoff jetzt hier verbraucht wird, wird automatisch nachgekauft und geht hier, belastet hier die, ja, unser Konto. Hm? Es gibt ja auch verschiedene Spielgeschwindigkeiten, man kann es also auch schneller laufen lassen. Fährt er zum Beispiel hin. Hier sieht man, wie viel Treibstoff er noch hat. Wie schnell er fährt. Eieiei, wo fährt der denn hin? Unglaublich. Fährt er jetzt dahinter irgendwo? Hm. Naja, dann soll er da mal fahren. Eigentlich sollten die hier jetzt halt weiter bauen, aber da wird die Raupe auch nicht gebraucht. Die Raupe wird irgendwelche Wege, irgendwelche Straßen, wo dann irgendwie Kies verteilt werden muss, hier verteilen. Ja, also, wie würde es dann hier weitergehen? Wir werden hier noch weitere Wohnungen dann bauen müssen. Damit der
Ort größer wird, mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Wir werden dann hier das weiter ausbauen, vielleicht hier noch ein paar Felder hinsetzen. Das ist ja relativ flaches Gelände hier, so ein leichter Hügel ist hier drin. Dann könnten wir hier mit der Lebensmittelfabrik, hätten wir dann schon Lebensmittel, die wir dann verteilen können, dass sie hier zum Beispiel im Warenhaus selber verbraucht werden. Dann müssen wir das nicht mehr importieren. Aber da sind wir natürlich jetzt noch gar nicht. Oh, jetzt ist Nacht. Deswegen haben sie das Licht angemacht. Schauen wir mal, was bringt der. So, der hat es in Asphalt gebracht. Hier sieht man, was alles auf der Baustelle ist. Und hier sieht man, was noch gebraucht wird. Aber die Tankstelle braucht auch Strom. Deswegen hätten wir die sofort bauen müssen, hier diese Tankstelle. Die braucht nämlich keinen Strom. Wir haben ja noch gar keinen. Hier kommt erstmal Hochspannung an, aber es ist noch gar kein Umspannwerk fertig. Lassen wir schneller laufen. Uns hier vielleicht schon mal Gedanken machen. Das Wohngebiet können wir vielleicht schon mal vergrößern. Da können wir vielleicht gleich mal einen größeren Plattenbau bauen. Wie machen wir den? Der hat nur Anschlüsse für Gehwege. Lassen wir vielleicht mal ein bisschen Abstand, dass wir hier vielleicht noch eine Straße bauen können. Du brauchst einen freien Bagger im Depot oder Bauamt. Das heißt, wir können den noch gar nicht setzen jetzt, weil wir hier planieren müssten. Aber der gerade besetzt ist. Wir können also hier diese gelben Punkte, die man da sieht, können wir jetzt nicht ausgleichen gerade. Ah ja. Okay, da könnten wir aber hier so ein paar setzen. Dann machen wir hier vielleicht mal eine Straße hoch. Geht natürlich jetzt auch nicht. Ah, da müssen wir warten, bis wir genügend Baufahrzeuge zur Verfügung haben. Könnten wir uns hier vielleicht einfach noch ein paar kaufen? Bei Planierraupen. Nehmen wir die billigen Bagger hier. Aber wir wollten erstmal die Straße.
Gibt's doch gar nicht. Die ist jetzt sehr wellig, wenn wir die so nehmen. Die nehmen wir nicht. Aber die Fahrzeuge sind alle im Einsatz. Müllfahrzeug. Die bräuchten wir jetzt noch nicht kaufen. Na, ist ja noch nichts gebaut. Lassen wir den erstmal da stehen. Kaufen vielleicht noch einen Kran, den können wir auch brauchen. Nehmen wir vielleicht mal den, der sieht doch ganz nett aus. Hier ist der Kran, den muss man dann noch aufbauen. Oh, und hier teeren sie gerade. Haben wir eigentlich Walzen gekauft? Ich glaube schon, aber ich glaube nur eine. Halt nicht Planierraupen. Das ist der Fertiger. Straßenwalze. Sehr schön. Der baut jetzt hier diese Verbindung. Das Wasserrohr ist es ja hier vom Brunnen. Ja, das sind einfach sehr viele Baustellen, wo jetzt gleichzeitig offen sind. Da freuen wir uns mal, wenn dieses Bauern fertig ist. Wird ja schon aufgebaut. Allerdings haben wir hier dann auch noch keine Mitarbeiter. Die können wir bei uns dann auch hier aus dem Ausland erstmal holen. Ich würde sagen, wir priorisieren vielleicht einfach mal die Straßen hier. Von den Straßen können sie dann die verschiedenen Teile angehen. Aber hier hinten bräuchten sie dann eigentlich noch nicht. Da gehen wir mal auf. Ach, auf niedrig kann ich gar nicht gehen, weil sie hier schon angefangen haben. Anscheinend.
Ah doch, niedrig. So. So. Sehr schön. Das kann es natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis hier überhaupt irgendwas passiert. Also man sieht ja schon, wo sie gerade hier bauen. Da an dem Pfosten. Pfosten, sag ich schon. Im Hochspannungsmasten sind sie gerade beschäftigt. Hier wird die Wasserleitung gebaut. Da sind sie an der Straße dran. Und für alles gibt es halt Fahrzeuge, ne? Hier offene. Der Kipper, der holt halt zum Beispiel Kies. Während er mit dem geschlossenen LKW das nicht holen kann. Das dauert natürlich jetzt recht lang, bis hier überhaupt mal Leute einziehen werden. Hier sieht man mal, was sie erreichen können zu Fuß. Man sollte schauen, dass praktisch die wichtigsten Gebäude, wo die hin müssen, zum Beispiel hier das Kaufhaus, dass es in Laufreichweite ist oder im Nahverkehr. Aber Bushaltestellen mit Nahverkehr bauen wir erst später ein. Ja, wir hätten vielleicht auch nicht alles auf einmal in Auftrag geben sollen, sondern nur so kleine Teilstücke. Naja, was soll's. Der holt Arbeiter. Hat aber anscheinend keine mitgenommen. War keine angezeigt. Prozent. Gut. Hier auf niedrig. Wenn das die Straße hier auf niedrig ist, die ganzen Wege davor, dann wird auch das Gebäude nicht gebaut, solange sie das nicht vorne fertig haben, weil sie dann nicht rankommen. Also müssen, um das hier bauen zu können, muss irgendeine Verbindung hier fertig sein. Also die Straße hier oder die hier zum Beispiel. Tja, jetzt würde ich sagen, ich lasse einfach mal ein bisschen bauen. Wir können sie auch ein bisschen alleine bauen lassen und wenn sich mir wieder was Spannendes ergibt, irgendein Teil, schalten wir wieder rein. Oder wenn es um weitere Planungen geht, wie wir hier weiter vorgehen. Bis dahin würde ich sagen, machen wir diese Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.